Hallöchen Leute, willkommen zurück zu Let's Play Fire Emblem Awakening. Im letzten Part haben wir angefangen mit der Story weiter zu machen. Sind in immer noch in Wallen, ja, wir sind eigentlich die ganze Zeit. Aber stehen vor Schlosswallen. Kämpf gegen Wala, den werde ich mir mal markieren, dass ich nicht, dass ich ihn nicht zu sehr anlocke. Muss auch nicht sein. Riesenreichweite. Und genau, über das einfach mal gucken, was die Gegner erstmal mitmacht. Und er greift Blitzer an. Haha, ja klar, stimmt. Das ist das Logischste, was er machen kann. Das tat weh. Ja. Ich nicht. So. Natürlich gehst du auf Severa. Ich krieg jetzt den Bogen dran rausgerüstet. Zack. Jetzt crittet sie. Zack. That's what you get. Ja, okay, level up. Ich grinse nicht, ich fauche. Ja, natürlich, Severa. So, die stürmen auch nach. Achtung, Bogenschütze, sollte ich mir markieren. Da kommen jetzt wieder welche nach. Keine dafür, Wayne, du nimmst deinen Panzerbrecher wieder. Da ist nämlich ein Panzer da voll Eubel. Und weg. Ja, Mann, der schafft's auch nicht. Erstmal Brady, du heißt Lissa. Die ist auch nicht gerade auf dem Rücken. Ja, jetzt könnte das Hungergefühl von mir immer ein bisschen stillen. So. Severa, bitte töte den. Ich meine, es ist strahlend schönes Wetter, das will ich ja nicht verneinen, aber deswegen soll man die Sonne trotzdem nicht so ins Gesicht bzw. aus dem Rücken schneiden. Vor allem nicht, wenn ich schwarze T-Shirt anhabe. Das brennt mir den Rücken runter, das will ich ja nicht. Noch will ich nicht cross, gebraten werden. Was ist denn noch? Ich will das nie. Egal. Bam. Bam. So, Severa und Linfa machen hier einen Crate Shop zusammen. Crate Shop, okay, jetzt fange ich schon an mit so einem Scheiß. Egal, Linfa tötet den. Entweder mit einem Ignis One-Hit oder. Mit einem Two-Hit oder mit Severa zusammen. Cool. Wie ist das eigentlich mit dem Waffenlevel aus Severa? Das müsste doch langsam mal. Na, fast. Kann sie den schönen Meisterbogen tragen. So. Komm. Ja, super. Pam, pam. Ah, verdammt, ich muss den Kurzspeer noch ablegen. Jo, der Stahlhansel, den zerlegt. Superb. Ich würde fast sagen, du kümmerst dich um den, aber erstmal ist mir der hier mehr ein Dorn im Auge. Danke, Owain. Welke reicht auch noch Level 12, super. Ha, der Welke ist noch viel welker. Ja, natürlich ist er das. Du nimmst bitte mal kurz deinen Bestientöter. Oder nee, warte mal, du nimmst deinen Hammer. Für den, was du mit angreifst. Jetzt nehme ich eine Lanze. Triffst du besser. Kill him! Yes! Was? Nein! Gibt's ja nicht! Schlägt der gute Kerl immer noch daneben. Gibt's ja gar nicht, hey. So, Mike, du nimmst mal bitte das Glitzerfeld. Maribel, versprich, dass du mich nie verlässt und auf dich aufpasst. Das wird schon. Ich. Kein Ding, Digga. Ich mach mir deinetwegen viel zu viele Sorgen. Das, ich darf nicht sterben. No homo. Moment. So, der heilt sich erstmal ein bisschen. Du gehst auf Mike. Du hast eine Axt und ich habe ein Donnerschwert. Und tschüss. Du bist auf Wake. Verdammt, ja, stimmt. Da kann sie ja nicht wehren. Aua. Wenn der jetzt schon Talion hätte, dann aber... Oh, du kommst auch nochmal ran. Du machst da schon fast Schaden. Und tschüss. Burned. Überlegen aus, wie her. Das Wetter ist heute echt geil. Oh, Hauptsache ich stehe weiter mit dem Pöbel. Level 15 und sie kriegt Doppelwerte plus. Steige die Doppelwerte Boni, irgendwie sowas. Und du gehst auch nochmal auf Welt. Hört auf damit. Autsch. Alter. Wie Schaden. So, jetzt ist die Frage. Was mache ich jetzt? Du gehst erstmal auf den da. Yeah, macht vielleicht einen Schaden mehr. Ja, macht's auch. Daneben und. Ja, zack.
Trotzdem, klasse, Wayne. So. Weiter. Den da mache ich mit Cordelia. Jetzt crittest du. Ey, du bist der Wahnsinn. Das war nicht nett gemeint. So, Waffenlevel B schon. Super. Callum, du bitte dann den Bestientöter. Und töte den Kerl. Der hat eh keinen Schaden gemacht. Und tschüss. So, weiter geht's. Chrom, aber erstmal wechseln. Items, Bestientöter, ausrüsten. Ich will ihn eigentlich jetzt wegmachen lassen sollen, aber der hat gerade ein bisschen wenig KP und tschüss. So, dann soll Brady doch mal kurz wegheilen. Brady macht ja auch einen guten Job mit seiner Heilerei. Super. Läuft alles gerade ein bisschen wie geschmiert. So, Mike bleibt hier im Hintergrund mal ein bisschen mit Maribel. Das ist hier genau, das ist die Fähigkeit. Erhöht die Doppelwerte Boni. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Das weiß ich leider nicht. Ich habe es noch nicht rausgefunden. Nicht großartig. So. Ihr zwei. Ja, kümmert euch um den. Oh, mir brennt gerade echt die Birne weg. Gibt's ja nicht. Are you daft? Ja. Anscheinend. Also jetzt schon, weil jetzt hört er definitiv nichts mehr, weil er tot ist. Yes. Oh yeah. Das wäre meiner Mutter wohl kaum würdig. Doch, wäre es. Definitiv. Reg dich darüber nicht immer so auf. So, Lissa, bitte. Verbrenn ihn. Well, that's that. That's that? Okay, und jetzt kriegt noch ein Level ab, damit ist die Level 14 schon. Juhu. Achtung, jetzt komme ich. Jo. Trotzdem sind ihre Werte auch nicht so überragend. Ja gut, verglichen mit den Kindern sind sie leider schlecht, aber die Kinder sind noch alle ziemlich krass. So, aber da kommt auf jeden Fall noch Verstärkung. Das kann ich jetzt nicht glauben, dass das schon war. So, ihr stellt euch mal so auf, dass ihr wenigstens welche abfangen könnt. Ja. Kommst auf jeden Fall. Oh ja, du kannst ihn schön töten. Eins. Au. Zwei. Yeah, I rule. Yeah, I rule. Ganz cool, der Gute. Und du kannst den mit deinem Wurmtöter umhauen. Oh yeah. Bergeto. Hand hungers. Suck. So, passt, passt. Wie sieht's hier aus? Zwei Wiebernäume. Erst würde ich mal sagen, Lissa. Ist der Knopf nicht reich, bitte. Zack, danke, Henry. Und die nächste würde ich fast schon sagen, kommst du ran, Severa? Ja. Wie geht's dir? Und tschüss, danke, Lissa. So. Warte, jetzt können wir uns langsam mal Richtung nach vorne wagen. Gibt's ja nicht. So. Und du könntest auch nur für Fähigkeit sammeln, dann könntest du Linfan ein bisschen unterstützen. Ja, wobei die hat auch sehr hohe Fähigkeit, so ist er nicht. So, hier rückt langsam mal alle Richtung Wallhard. Ebenso Kellam, der ist Level 12. Kellam kann aber gut was tanken, also. Der sollte schon noch ein bisschen ein paar Level kriegen. So, passt. Damit bin ich auch hier fertig. Und stürme langsam Richtung Wallhard. Nice. So. Du würdest ihn wahrscheinlich schon direkt umhauen. Nicht einmal. Ja, gut, mit Mikes Hilfe, aber. Okay, stell dich alle schon mal richtig auf. Er ist knifflig, ich komme erst im nächsten Mal wahrscheinlich. So, das ist das Knifflige. Ich habe schon oft gesagt, dass es knifflig wird, obwohl es halt nicht so knifflig, wie ich gesagt habe, aber da kommen auf jeden Fall mehr Einheiten, da wird es auf jeden Fall langsam kräftiger. Oh Mann, so. Ach, brennt der Rücken gerade, hey, ist so krass. Träume ich etwa? Nein, tust du nicht, dass du echt ein Level bekommen. So, dann ist der Gute schon Level 14 und kriegt ja auch bald seine zweite Fähigkeit oder seine zweite weiterentwickelte Fähigkeit. Und Lisa und Henry kommen nochmal mit. So, ihr zwei, wobei. Da ist ein General.
sind zwei Generäle. Er hat eine Axt, er hat eine Lanze. Da wäre es gerade, wenn Callum da rüber geht. Oder du hast die Lanze gehabt. Ja. Dann Maribel, lauf du mal hier hin. Und ihr zwei hier hin, weil dann nimmst du bitte den Hammer. Und zerklatscht den anderen. Super. So, und Wall hat am liebsten mit Chrom. Der sieht mal hier hin, da kommt der, glaube ich, ran. Ja. Und der hat eine Axt, das heißt Mikes Donnerschwert und Chrom. Du nimmst deine Lanze und stellst dich hier hin. Oder am besten hier hin, da kommst du nämlich in der nächsten Runde spätestens 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, genau, und war noch dran. So. Du gehst auf Callum, wie erwartet. Auch wenn er getroffen hätte, hätte es mir nicht relativ gemacht. Beziehungsweise, dass Kollege nicht geblockt hätte, hätte er treffen müssen. Und selbst wenn er getroffen hätte, hätte es mir nicht viel gemacht. So. Nämlich einer abgezogen. Du gehst auf Mike, auch das war geplant. Triffst nicht. Trotzdem, danke, Maribel. Zack. Und danke, Maribel. Das war's auch. Und du gehst. Warum? Ich meine, du. Ist egal. Ich bin Wollert, der Eroberer. Ihr seid lediglich ein Steinchen auf meinem Weg zur Unsterblichkeit. Soll mir recht sein. Danke, Maribel. Tschüss. Ihr glaubt, ihr habt gewonnen? Ihr denkt, ihr blasst eine Kerze aus, doch ihr entfacht den Feuersturm nur stärker. Wenn du meinst, bleib einfach, Mike. Manchmal überrasche ich mich selbst. Freut mich zu hören. So. Sohl erhalten. Das ist ein Schwert. Genau, das Schwert habe ich schon erklärt gehabt im letzten Part. Chrom und Sally sind die Helden. Oh, schön. Chrom wieder dabei bei den Helden. War das in die Hauptstadt geflüchtet? Verflucht. Hört der Wahnsinn denn nie auf? Yes. Seine Männer starben, um ihm die Flucht zu ermöglichen. Sie werden die Waffen erst strecken, wenn er sie niederlegt. Now. Dann müssen wir ihm die Hauptstadt folgen und es zu Ende bringen. Ich höre Jubelschreie, oder? Okay. Das war damals auf Extrem, wo ich es gespielt habe, kamen hier einfach viel mehr Einheiten. Verdammt, wir sind umzingelt. Die Dynasten stellen sich uns entgegen. Da war ich auch so geschockt. Da kam auf einmal viel mehr. Haltet ein her. Seht. Dabei war es da blöd. Damals vor allem. Das war ist gar nicht so lange her. Doch war ich damals auch schon gewusst, dass sie uns nicht bekämpfen, aber trotzdem. Er hat verloren. Aber wie konnte der Oberer erobert werden? Er ist unüberwindlich, unangreifbar, unbesiegbar. Aber das heißt, dass... Meine Güte, lebt denn wohl. Ihr kümmert euch um... Er lebt doch, siehst du doch. Wo willst du denn hin, Taktiker? Meister, ich wollte gerade nach euch sehen. Seid ihr verletzt? Yes. Ich sammle unsere Truppen in der Hauptstadt. Wir werden dieser Sache ein Ende bereiten. Sofort, mein Meister. Aber wäre es nicht vielleicht besser, einen Tag zu warten? Die Dynasten und ihre Truppen sind hierher unterwegs. Mit ihrer Hilfe werden wir... Hast du das Schlachtfeld denn gesehen? Nein, hast du wohl nicht. Hebe deinen Kopf einmal aus der Deckung und sieh dich um, Schlange. Dein mächtiger Intellekt wird sicher schnell begreifen, was geschehen ist. Allerdings wärst du nur halb so fähig wie diese elysianische Taktiker, wüsstest du es. Hey, das war ein Lob. Danke. Meister, ich verstehe nicht. Yes, sir. Die Dynasten des Südens haben mobil gemacht und belagern die Hauptstadt. Aber das ist unmöglich. Ich hatte eine Abmachung, genau wie mit... Ach du liebe Zeit. Vielleicht haben sie die Wahrheit über Genfei erfahren. Darum, liebe Kinder, nie Komplotte schmieden, das funktioniert nicht. Egal. Das ergibt keinen Sinn. Erkennst du sie wieder? Gewiss, ja. Sie stammen aus dem Süden, die Nasten es bereits verraten hatten. Oder zumindest dachte ich das. Nun, ihre Loyalität scheint jetzt zumindest offensichtlich zu sein. Es ist unglaublich. Sie stammen aus den Ländern, die mein Bruder anführte. Jetzt endlich folgen sie unserem Ruf? Das hoffe ich doch. Mir wäre es zuwider, wenn alles umsonst gewesen wäre. Basilio und dein Bruder gaben ihr Leben für eine gute Sache. Gewiss, meine Dame, gewiss. Auf zur Hauptstadt, Freunde. Bringen wir zu Ende, was wir begannen. Yay! So. Das heißt, Schloss Walm geht's im nächsten Kapitel. Supports habe ich keine, sonst habe ich gar nichts. Sohl kannst du doch schon tragen, Donny? Wahrscheinlich nicht mehr, weil Waffen A oder... Nee, B, B, A, B. B, 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 B,
Meldeklinge brauchst du nicht, Rollklinge, Elibis-Klinge. Elibis-Klinge ist sogar stark. Stärker als das Stahlschwert? Stärker als das Stahlschwert. Warum ist es nicht Elibis-Klinge? Sogar stärker, das soll doch Elibis-Klinge nehmen. Sie drückt den Bronzebogen, aber sobald sie den Meisterbogen tragen kann, reicht sie dienen. Stahlschwert und Schnitter, eigentlich reicht mir da der Schnitter, beziehungsweise nein, du kriegst etwas ganz Neues, du kriegst ein Silberschwert, wenn ich noch eins hab. Natürlich habe ich keins. Du könntest es so tragen. Das ist aber kaum Glück, du würdest es schnell verbrauchen. Ja, aber cool, ich glaube, ich gebe das einfach. Ja, warum nicht? Komm, ich nehme eh meistens den Bogen her, um den zu leveln. Was man muss, kann ich ihr Soul nehmen. Soll ich die nächste Mission schon anfangen? Eigentlich nicht. Eigentlich würde die Aufnahme dann Session aber beenden und was zu essen machen. Ich habe Hunger. Oh, gibt es noch irgendwas Interessantes? Ich habe so einen Kurzschwert, habe ich den voll gesehen. Den will ich schon haben. Kurzschwert und einen Akkustaler nehmen wir auch noch mit. Schütze billiger da. Also, passt. Habe ich noch irgendwie Goldbeutel oder irgendwas? Nee, habe ich jetzt nicht bekommen, ne? So. Wir können mal in die nächste Version reingucken und schon mal die Cutscene alles lesen. Kapitel 20. Kampf oder Kapitulation? Oder Kampf oder nach Kapitulation? Nach Kapitulation. Egal. Da draußen sind die hunderttausende Soldaten. Würden sie es wirklich wagen? Ist es möglich? Fürchten sie die ganze Zeit nur vor ihren Fey und nicht vor mir? Ohne ihn sind deine Drohungen nur wie der große Schatten einer winzigen Spinne. Winzige Spinne? Hm? Nun, diese Spinne hat mehr als ein geheimes Netz gesponnen. Spielst du darauf an, wie du Gen Fey zur Loyalität gezwungen hast? Oder deine Korrespondenz mit dieser plegianischen Frau, dieser Aversa? Ja, ich weiß, dass du es aus Fire Emblem abgesehen hast. Von mir hast du keine Geheimnisse, du Wurm. Aber ich bin ja all das. Ihr wusstet, wieso? Wieso du noch am Leben bist, das habe ich mich auch schon oft gefragt. Aber du bist für mich keine Bedrohung und du warst mir durchaus nützlich. Ich bin kein Freund von Hofnarren, aber dich finde ich amüsant. Amüsant? Ich bin amüsant? Wie ein Hofnarr? Das habe ich auch jetzt noch amüsiert, da eine riesige Armee vor euren Türen steht. Ihr seid dabei, diesen Krieg zu verlieren und ihr werdet sterben. Alle sterben. Aber ich nicht. Ich will nichts mit diesem Selbstmord zu tun haben. Excellus, hast du dich gerade freiwillig gemeldet, meine Leibgarde anzuführen? Meine Stimme. Kurz einen Schluck trinken, Moment. Ah, so, das macht meine Stimme nämlich nie mehr mit. Was? Nein, das... Oder willst du lieber mit mir kämpfen? Hier und jetzt. Gnade, vergib mir, Meister. Ein kurzer Moment des Zweifels drückt um meine Sinne. Schleimer. Es wird nicht wieder vorkommen. Dann ist es entschieden. Wir haben einen neuen Kommandanten der Leibgarde. Herzlichen Glückwunsch, Kommandant. Du wirst bis zuletzt an meiner Seite kämpfen. Die Stimme. Haha, du Opfer. Ja, passt zu mir. Heiß unsere Gäste herzlich willkommen. Schlange, bietet ihnen den Tee an, wenn nötig. Hohoho, Gleichgestellte. Pah. Sie vergessen, wer ich bin. Ich hätte sie beide mit meiner Magie braten können. Wir werden diese Rebellen vernichten. Wir müssen sie vernichten. Oder sollte er halt schwer verletzt sein, amüsiere ich ihn mit meiner Magie. Wartet nur, diese Spinne krabbelt Leben hier raus. Nee, du wirst sterben. So, Sieg gibt's, wenn wir den Boss besiegen. Gucken wir uns mal an. Wir haben hier einmal Cervantes, dann Excellus und zum Schluss Wolhard. Diesmal hat er Wolfberg dabei. Nur für Wolhard, die Großaxt des Eroberers. Und ein Goldbeutel, nee, will ich auch noch mitnehmen. Wir haben hier jeweils zwei Truhen auf der linken und auf der rechten Seite. Und die wir diese klauen wollen. Das heißt, ich werde vorstellen, auf jeden Fall schon mal die... Hier ist bloß einer. Okay, das ist bloß ein Dieb, der eine Truhe klauen will. Nicht so schlimm. Ich kann 15 Anna wieder mitnehmen. Jetzt ist natürlich die riesengroße Frage. Anna wird mitkommen. Frage ist, für wen? Mary und Donny möchte ich jetzt immer dabei haben, weil die sind im Notfall immer wichtig. Lindfang kriegt dort mal eine Pause und dafür kommt Anna mit. So. Dann organisiere ich schon mal alles. Ich mache schon mal alles bereit für die Mission. Ich würde gerne nach vorne stellen und den hier möglichst schnell plätten. Aber allerdings haben wir hier Bogenschützen, Krieger, eventuell mit Talion. Muss ich mal gucken. Aber ich glaube, da hat keiner Talion, weil ich habe das, glaube ich, im ganzen
Playthrough auf normal nie gemerkt. Langbogen kann man die abstauben. Schön, brauche ich aber eh nicht, weil ich habe keine Scharfschützen. Du hast Bolganon. Das kann ich auch nicht kriegen. Das ist B-Level Magie. Zerstörerische Feuermagie. Das ist ein Tomahawk. Die zwei haben jeweils ein Purgativ, damit können sie auch noch gut heilen aus der Distanz. Okay. Kommen aber allerdings nicht allzu weit damit. 7 Felder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Der kommt eh nicht ran. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6. Auch der kommt an keinen ran. Heißt, die heilen nur, wenn sie sich bewegen können. Okay, dann ist mir auch relativ wurscht. Der heilt halt ein bisschen mehr dafür, aber dafür hätte ich die Fähigkeit, aber dafür kommt der in die Feld weiter. Beziehungsweise, nee, der kann das Purgativ gar nicht einsetzen. Okay, vergiss es, der kann eh nicht heilen. Dem sein Waffenlevel ist zu gering. Schön. So, wer geht wo, über welche Seite? Das Problem ist, ich muss auf die Bogenschützen aufpassen. Dann haben wir auf beiden Seiten welche. Aber ich muss auch sagen, Cordelia und Callum gehen hier lang. Du hast einen Panzerbrecher. Du könntest eigentlich schon mal den da plätten, oder den hier plätten. Dann könnte Cordelia hier durchfliegen. Den töten, dann könnte Callum den hier umhauen. Mit den Dieb schon mal erledigt. Anna bleibt erstmal in der Mitte. Nein, Anna läuft hier mit Wayne. Brady bleibt in der Mitte und heilt. Donny und Dick. Du gehst hier hin. Du hier, du hier. Dann rennst du hier lang. Du stellst dich dann dahinter. Dann haben wir die Formation fertig. Lissa Henry, Wake kann hier mit dem Hammer, den ich ihnen jetzt endlich mal geben werde. Mal auch da einen schon mal plätten. Mach mal den da, dann kann sie durchrennen und lieber keinen töten. Sondern werden die beiden. So. Genau. Und hier muss ich halt dann richtig aufpassen, weil das wird richtig heftig, tatsächlich. Cervantes kommt auch noch weiter, den Tomahawk. Das sollten Mike und Maribel machen. Brady kann halt leider nicht viel machen. Also er könnte schon, aber. Ja. Vielleicht schicke ich Anna auch erstmal durch die Mitte mit und greife damit an. Nur bei nein. Wayne, du kannst über den Panzerbrecher schon mal. Weil, wenn er den ausschaltet, wäre der kein Problem für Wayne. Dann würde ich Anna mit ihm mitschicken. Dann wäre er noch eine Ecke schneller und könnte auch das Problem, was da machen, wird auch weiterlaufen können. Anna will ich nämlich möglichst schnell hier hoch und diese Truhen öffnen, danach hier rüber und die Truhen öffnen. Ja, nachdem wir noch einen Dieb haben, egal, das werde ich garantiert jetzt nicht mitnehmen. Sollte das so passen, dann speichern wir erstmal. Denn das war's mit Fire Emblem Awakening für heute. Im nächsten Part stürmen wir Schloss Walm. Bis denn und ciao.